Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Meldet er sich? Das ist eine allgemeine Legung am 31. Januar 2019. Die erste Frage ist, denkt er überhaupt an euch? Und wie denkt er? Dieses Bild zeigt Stabilität und Struktur und das entspricht seinen Gedanken. Hier die Kreuz unten, Kreuz oben heißt, die Schicksalswegen kreuzen sie sich. Die eine zeigt die Vergangenheit, andere sein Plan, sein Gedanken, also die Zukunft, dass hier wieder eine Verbindung da ist. Er schaut im Himmel und das bedeutet, er denkt, dass diese Verbindung, dieser Kontakt kein Zufall ist, wenn überhaupt Zufälle gibt, sondern eine wichtige Begegnung, eine schicksalhafte Begegnung. Nicht umsonst haben sich euren Schicksalswegen gekreuzt. Die Schwert symbolisiert aber auch von Angst trennen, so wie Erzengel Michael trennt die Angst mit seinem Lichtschwert. Oder wie Perseus hat auch ein Schwert und trennt die Angst und befreit Andromeda. Das hat auch eine symbolische Bedeutung. Die zweite Frage ist, liebt er euch? Das zeigt sich seinen Gefühlen. Das ist Bewegung, Bewegung, Leidenschaft zeigt auch, hier in die Liebe kommt etwas in Bewegung. Die Frage ist, in welche Richtung? Kommt das zu einer festen Beziehung oder ist das eine On-Off-Beziehung? Er muss noch die Richtung bestimmen. Aber bewegt sich etwas in Richtung Liebe, weil die Gefühle sind da. Aber er kann das noch nicht ganz einordnen, wie die Beziehung weitergehen soll. Jetzt kommt die wichtigste Frage. Meldet er sich? Das ist eigentlich eine Einladung. Natürlich kann das bedeuten, dass von ihm eine Einladung kommt. Aber ich würde das mal so behaupten, er wartet auf eine Einladung. Und dann kommt er als Besuch. Und hier in dieser Karte erscheint die Zahl 10 und das heißt schon ein Schritt, eine Versöhnung. Also er meldet sich wieder, kann aber auch bedeuten, er wartet auf eine Einladung, er wartet von euch auf ein Signal. Also so viel ist mal klar, er ist wieder da, er meldet sich, sitzt ihr in einem Boot, habt ihr eine gemeinsame Zukunft, wie wir das gestalten, schauen wir mal das an. Und ich setze in diesem Boot die Karte, die kardinale Erde zeichnen. Die kardinale Erde zeichnen ist die Tierkreis zeichnen Steinbock. Und die Tierkreis zeichnen Steinbock beschreibt die Zukunft. Also erstens ist das Erdeelement und das entspricht die Realität. Möglichkeiten, Chancen habt ihr, in ein Boot zu sitzen. Das heißt, gemeinsam die Zukunft gestalten. Aber hier ist wichtig die Position. Wenn er noch gebunden ist, dann ist das unstimmig, weil ihr möchtet
die Position einnehmen, die erste Frau zu sein oder die einzige Frau zu sein. Also setzt ihr als Ziel und geht mir nicht auf eine Kompromisse ein, sonst verliert die Position. Und damit das zum Erfüllung geht, weil erst dann seid ihr zufrieden mit dieser Beziehung, müsst ihr ihm Grenzen setzen. Und das zeigt sich hier die Saturn-Symbol. Er muss das erstmal lernen, wie mit euch umgehen soll. Also Grenzen setzen. Und bis ihr ins Ziel ankommt, muss geduldig sein. Die Steinbock ist zwar stabil, baut sich alles auf einem stabilen Boden auf, aber Steinbock zeigt auch Ausdauer. Und das war diese allgemeine Legung, meldet er sich. Selbstverständlich könnt ihr diese Legung auch buchen. Dann ist das maßgeschnitten und passt genau auf eure Situation. Es sind Videoberatungen. Diese Videoberatungen sind anonym. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, meldet er sich, 10 Euro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.